Er ist in dem, was er macht, total überzeugt, auch wenn die Kameras aus sind. Was elementar wichtig ist, er holt seine Kollegen im Staff ab. Er hat eine gute Kommunikation, er delegiert die Aufgaben und, das ist das, glaube ich, Allerwichtigste, er gibt dieses Vertrauen auch, ohne da irgendwo zu kontrollieren. Dann in den Sitzungen merkst du dann, Co-Trainer bereiten das Training vor, planen die Abläufe, Co-Trainer leiten die Trainingseinheiten. Und ich glaube, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, ja, Menschen zu begeistern, um sie mitzunehmen, damit du wirklich auch ein Bild gibst, wir stehen voll dahinter. Und das war oder sehr, sehr beeindruckend bei Steffen. Natürlich kann er dann auf seine Art emotional werden, wenn irgendwas so nicht läuft, sei es in der Übung, dass er dann da auch seine Gedanken teilt auf eine klaren Art. Aber er ist dadurch authentisch und die Kommunikation, sei es mit den Co-Trainern, sei es mit den Sportdirektoren, sei es mit den Physios, sei es mit den Athleten, immer auf Augenhöhe. Und das war sehr, sehr beeindruckend für mich zu sehen.